Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute begrüße ich alle im Sternzeichen Jungfrau Geborenen. Und wenn ihr euren Aszendenten im Sternzeichen Jungfrau habt, werdet ihr sicherlich den ein oder anderen Impuls aus diesem heutigen Reading mitnehmen dürfen. Ich spreche immer aus den Augen einer Frau, also wenn ich vom König, von der Königin spreche, dreht es euch so um, wie es für euch stimmig ist, wie es für euch passt. Wir werden gleich mit dem Feentarot 5 Themen für euch legen, was im Monat Mai denn so wichtig ist, was da so auf euch zukommt im Thema Liebe und allgemeine Energien. Und jedes einzelne Thema werden wir dann mit dem Licht- und Schattentarot noch näher anschauen, was denn so dahinter steckt. Aber bevor wir mit den Tarotkarten loslegen, möchte ich in eure Seele, in euer Herz lauschen, was denn da so für Bedürfnisse schlummern, für Sehnsüchte oder was ihr euch im Monat Mai Gutes tun sollt. Und dann legen wir auch gleich los mit dem Seelenreich-Orakel, um in euer Herzlein reinzuschauen. Für meine... Okay, das war deutlich, da schlummert einiges, denn es sind sogar gleich zwei Karten gekommen. Beschütze, was du liebst, dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Ich mag diese Karte sehr und sie hat zwei Gesichter. Für mich zumindest. Auf dem Foto sind auch zwei Personen abgebildet. Aber ich sehe das nicht nur so, beschütze, was du liebst, also nicht nur deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, deinen Partner, sondern beschütze auch dich. Und ich glaube, das ist die Botschaft für den Mai, für euch. Achtet etwas auf euch, liebt euch selber auch, ganz, ganz wichtig, denn ihr seid gut so, wie ihr seid. Und schützt dein Herz, schützt deine Seele. Ich glaube oder ich fühle, das ist im Moment im Monat Mai. Entschuldigt, ich bin erkältet. Meine Stimme könnte zwischendurch mal abrutschen. Das ist im Monat Mai ganz wichtig für euch, euer Herz, eure Seele zu schützen, euch vielleicht ein Stück weit abzugrenzen von Menschen, die euch nicht dienlich sind, die euch nicht gut tun. Ja, zu euch zu stehen, auch mal Nein zu sagen, wenn euch etwas zu viel wird, wenn ihr merkt, die Belastungen sind so, dass ihr es nicht mehr leisten könnt, dann denkt dran, ihr seid an allererster Stelle wichtig im Leben. Wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr keine anderen Menschen glücklich machen, ihr könnt keinen Menschen helfen, ihr könnt nicht für eure Kinder, Familie, Freunde da sein. Euch muss es gut sein, ihr müsst glücklich sein und ihr müsst voller Kraft, voller Energie, voller Freude stecken. Die zweite Karte, eine wundervolle Überraschung, etwas ganz Neues wartet auf dich. Ja, das ist doch jetzt mal eine mega coole Botschaft für euch, wenn wir in den Wonnemonat Mai hineinschauen wollen, was denn die Liebe so tut und die allgemeinen Energien. Und jetzt möchte ich noch mit dem Mondorakel eine Botschaft für euch abfragen, bevor wir mit dem Feentarot eure Themen anschauen im Mai. Eine Karte für meine lieben Jungfrauen im Wonnemonat Mai. Welche Botschaft darf ich da denn noch überbringen? Eine Botschaft von der geistigen Welt für meine Jungfrauen im Wonnemonat Mai. So, und ich möchte aber, dass die Karten hier immer schön zu sehen sind, denn oftmals kommt in den Themen diese Themen wieder dazu. Und damit ich sie nicht vergesse, muss ich sie im Auge haben. Du bist genug. Das ist genau eigentlich die Aussage, die ich zu dem Thema beschütze das, was du liebst, gerade gesagt habe. Du bist genug, du bist gut so, wie du bist. Verreiß dich nicht, verbieg dich nicht, schütze dein Herz,
deine Seele vor Menschen, die einfach zu viel von dir wollen, zu viel fordern und ja, bei denen du dich nicht wohlfühlst. So, jetzt legen wir aber mit dem Hauptthema los, der Liebe im Mai. Ich sage es immer wieder, gehören zu meinen Lieblings-Tarotkarten, das Feen-Tarot, aber ihr seht schon, ich habe keine kleinen Hände und es ist heftig schwierig, mit diesen Karten umzugehen, denn sie sind riesig. Nichtsdestotrotz liebe ich sie. So, für meine lieben Jungfrauen im Wonnemonat Mai, was sind da so die Themen, welche Botschaften darf ich überbringen? Da hätte ich gerne 5 Karten zum Thema Liebe, allgemeine Energien. Was kommt Schönes auf Sie zu? Was solltet ihr vielleicht loslassen? Ist auch oftmals ein Thema. Welche Botschaften hat die geistige Welt für meine lieben Jungfrauen? Das waren zu viele. 3 Karten hätte ich gerne noch. 3 Karten für meine Jungfrau-Geborenen. Das sind 3. Gut, die liegen so. Okay, die richtige Reihenfolge. Und dann legen wir los. Dazu brauche ich aber meine Brille. 9 des Frühlings. Schütze die Früchte deiner Arbeit. Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft. Hier haben wir den Schutz wieder drin, hier haben wir den Schutz drin, beschütze, was du liebst und hier schütze die Früchte deiner Arbeit und eine Veränderung, die auf euch zukommt. Das finde ich schon mal als erste Karte sehr, sehr spannend, denn eine wunderbare Überraschung steht ja auch ins Haus, laut dem Seelenreich-Orakel. Da bin ich echt gespannt, was für Klärungskarten wir dazu bekommen. 4 des Winters. Die 4 des Winters ist so, überstürze nichts, bedenke deine Entscheidungen, schau dir genau an, was auf dich zukommt und fühle hinein. Hier steht zum Beispiel auf der Karte auch Lösung durch Meditation. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Fühl in dich hinein, was sagt deine Intuition, was sagt dein Bauchgefühl. Ja, natürlich beziehe deinen Kopf mit ein, aber hör auch darauf, was von innen herauskommt, denn meistens der erste Impuls ist richtig und das sollt ihr euch nicht zerdenken. Lass dir Zeit mit der Veränderung, mit der Überraschung, die auf dich zukommt, aber ja, zerdenk sie dir nicht. Und spiel nicht jedes mögliche Szenario in deinem Kopf ab, was wäre, wenn und überhaupt. Der Herrscher, oh, da kommt schon jemand auf euch zu. Der Herrscher ist eine sehr starke Energie. Ich spüre das jetzt gerade nicht so bei euch, weil ich bei euch gerade fühle, dass ihr im Moment sehr verletzlich seid. Also gerade mit diesen Karten, dass ihr euch schützen sollt, zeigt mir das, dass ihr im Moment verletzlich seid, verletzlicher als ihr sonst seid, dass Dinge euch schneller treffen und schneller berühren. Darum sehe ich den Herrscher jetzt gerade nicht in eurer Energie, denn der Herrscher, logisch, der Herrscher herrscht, also weiß er, was er will. Er ist sehr stark, sehr bestimmend und das fühle ich bei euch gerade nicht. Bei euch fühle ich gerade mehr eine zögerliche Energie, eine sehr verletzliche Energie. Dann werden wir gleich mal weiterschauen, was denn der oder wer der Herrscher oder die Herrscherin ist. 4 des Frühlings. 4 des Frühlings ist eine super schöne Energie, denn die 4 des Frühlings sagt, es kommen Dinge auf euch zu, die ihr feiern könnt. Also wunderschöne Geschehnisse,
Gefühle kommen, Friede, Freude, Glück, ja. Also, und ein erfülltes persönliches Leben wird euch mit dieser Karte im Mai als Botschaft gegeben. Wir haben ja hier auch die Überraschung, also alles drin. Und der Prinz des Winters ist auch noch gefallen. Passt sehr gut, finde ich, zum Herrscher, denn der Prinz des Winters ist auch eine Energie, sehr zielstrebig, sehr fokussiert, eine sehr intelligente Person. Ja, ein Mensch, der dir zur Seite steht, der dir bei deinen Problemen hilft. Also auch eine starke Energie in diesem Fall. Jetzt möchte ich kurz noch. Eine kommt gerade nicht mehr an, aber das ist ja nicht schlimm, denn wir gehen jetzt ja auf jedes einzelne Thema ein. Und jetzt gehen wir auf den Schutz ein, den Schutz, den ihr, ja, das, was ihr beschützen sollt, was jetzt zweimal in diesem Reading gefallen ist. Und da bin ich wirklich gespannt, welche Antworten wir da bekommen. Für meine Jungfrauen zum Thema Schutz beschützen. Welche Botschaften, welche Ratschläge hat die geistige Welt dafür, meine lieben Jungfrauen im Monat Mai? Was darf ich erzählen? Da hätte ich gerne drei Karten, was die Neun des Frühlings denn bedeutet. Noch zwei Karten bitte zu den Neun des Frühlings. Welche Botschaft, welche Nachricht darf ich überbringen? Was sollen denn unsere lieben Jungfrauen so sehr beschützen? Das ist zwei. Ist witzig, diese Karte ist gerade im Stapel als oberstes gelegen und ich habe sie nicht genommen. Und es war aber anscheinend eine wichtige Botschaft für euch, denn sie ist gleich nochmal gefallen. So, vier Karten ist für mich auch immer okay. Dann lasst uns mal reinschauen. Ja, ihr. Die Sechs der Stäbe ist gefallen. Ihr sollt das beschützen, was ihr erreicht habt und wofür ihr steht. Denn die Sechs der Stäbe zeigt, die Frau, die im Rampenlicht steht, die Arme nach oben und der Lorbeerkranz hängt neben ihr. Also, ihr sollt euren Erfolg beschützen, es euch nicht zerreden lassen von anderen Menschen, sondern stolz auf euch sein. Ihr habt es verdient, darauf stolz zu sein. Ihr habt es verdient, in einer Sache, in einer Situation als Sieger hervorzugehen. Und wenn es das ist, dass ihr wieder aufblüht mit dem Frühling, ja, wartet. Euer Selbstbewusstsein, euer Selbstwertgefühl vielleicht zurückbekommt, dann beschützt das. Das habt ihr euch verdient, ja. Und ihr wart in der ganzen Zeit oder ihr seid in der ganzen Zeit nicht alleine, denn mit den drei der Münzen ist das so ein Zeichen. Ihr habt Freunde um euch herum, die euch auch aufbauen, die euch gute Tipps geben, die bei euch sind, die auch stolz auf euch sind, so wie ihr seid und auf das, was ihr erreicht habt. Und das Schöne ist, hoppala, andersrum, mit dem Gehängten zeigt mir das tatsächlich, ihr werdet euer Vertrauen an euch wieder finden. Denn der Gehängte, die Frau hängt in einem Band, in einem Tuch, hält sich nur mit einer Hand fest, unter ihr ist die absolute Leere. Und das ist die Karte dafür, für Vertrauen, für absolutes Vertrauen. Und ihr werdet im Mai euer Vertrauen zu euch wieder finden. Warum, weshalb, was da noch auf euch zukommt, dass ihr so gestärkt herausgeht im Mai, werden wir gleich sehen. Und die Königin der Münzen ist gefallen. Das ist jetzt eure Energie, die sehr schön zu den Sechs der Stäben passt. Denn die Königin der Münzen, ja, die ruht in sich selbst. Die steht mit beiden Beinen auf dem Boden, ist naturverbunden, ist sehr hilfsbereit,
weiß, was sie erreicht hat. Sie ist stolz auf sich. Sie ist auch eine Königin. Königinnen haben eine gewisse Würde, einen gewissen Stolz. Und ich sehe im Mai, dass ihr diesen Zustand, diese Energien erreichen werdet. Und diesen Zustand sollt ihr beschützen. Das ist nämlich das, was ihr beschützen sollt. Wenn ihr wieder in eure Mitte kommt, das Vertrauen zu euch selbst wieder gewinnt, dass ihr nichts und niemanden ranlässt, der euch das madig reden möchte. Weil es gibt immer Neider um einen herum, die sagen, naja, na, ist ja ganz nett, was du da gemacht hast, aber so prickelnd, wie du das darstellst, ne, bla 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 bla. Weg mit dem Zeug, weg, also mit so Menschen gleich die rote Karte geben und sagen, hey, du tust mir gerade nicht gut, wir sehen uns irgendwann wieder. Lasst euch das nicht madig reden, beschützt euch. Das ist jetzt mal so die erste Botschaft für euch von der geistigen Welt. Hat jetzt nicht unbedingt was mit der Liebe zu tun, aber wir sagen ja immer Liebe, allgemeine Energien. Und das ist erstmal wichtig. Und in jedem Reading seid ihr meine Hauptperson und nicht die Personen, die eventuell kommen. Und für euch einfach... ja, der Schutz im Monat Mai, sehr wichtig. So, jetzt schauen wir mal in den Prinz des Winters hinein. Ihr habt Bedenken. Ihr habt noch Bedenken in euch. Und ich möchte wissen, welche Bedenken schlummern denn? Was habt ihr denn für Ängste und Sorgen denn noch in euch? Da hätte ich gerne noch zwei Klärungskarten für meine Jungfrauen, zwei Ratschläge, zwei Botschaften von der geistigen Welt. Was ist denn da los im Herz meiner Jungfrauen hier? Welche Bedenken, welche Sorgen tragen sie denn so mit sich rum? Meine Stimme ist echt mies, entschuldigt mich, dass sie jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig emotional klingt. Ich bin froh, dass sie klingt im Moment. Also, ja. Noch zwei Karten bitte für meine Jungfrauen. Eine noch. Eine noch. Eine Karte noch für meine Jungfrauen. So, die Licht- und Schatten-Tarotkarten haben zu jeder Karte einen wunderschönen Spruch. Die kann ich natürlich nicht alle auswendig lernen, die Sprüche. Schaut euch den Stapel an, darum habe ich sie mir hinten drauf geschrieben. Ich werde sie euch später, nachdem ich mir die Karten angeschaut habe, gleich einmal vorlesen. Bei diesen drei Karten finde ich es richtig wichtig. So. Ass der Kelche. Also, ihr wünscht euch Liebe in eurem Leben. Ihr wünscht euch, dass es jemanden gibt, mit dem ihr alles teilen könnt, der liebevoll zärtlich zu euch ist, und auf der anderen Seite habt ihr Angst davor. Es ist ein großer Wunsch und eine große Angst in euch vor Schmerz, vor Enttäuschung, vor einem gebrochenen Herzen. Aber, meine Lieben, die drei Karten sind so unglaublich schön. Ach so, Ass der Kelche erstmal erklärt. Ne? Ass der Kelche ist Überfluss. Überfluss im Thema Liebe. Ihr seht, der Kelch, der brodelt über. Da ist Liebe, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Leidenschaft, Vertrauen. Ein unglaublich festes Band, weil das Ass der Kelche ist für mich auch immer eine Seelenverbundenheit, also etwas, was voll tief reingeht. Acht der Stäbe, ihr habt null Chance, dem auszuweichen. Null Chance. Acht der Stäbe ist Amors Pfeil und er schießt so viele ab, ja. Euer Herz wird voll Liebe. Liebespfeilen durchlöchert, ihr habt überhaupt keine Chance, euch da zurückzuziehen oder aus Angst davon zu rennen. Und Tod und Wiedergeburt. Ich liebe diese Karte, obwohl die meisten erstmal erschrecken, aber wenn ihr sie genau anschaut, seht ihr, der Tod hat einen roten Mantel an und in seinem Gesicht ist ein Sternenhimmel zu sehen, beziehungsweise ein Stern, der ganz hell leuchtet.
Und das ist das neue Leben. Ihr werdet mit etwas abschließen, damit ihr etwas Neues, Wunderschönes beginnen könnt. Und ich denke, das, womit ihr abschließt, ist diese Angst, ne? Diese Sorge, diese Angst, verletzt zu werden, euch wieder zu öffnen, jemanden wieder in euer Leben hineinzulassen, obwohl ihr euch das ja so unglaublich wünscht, ne? Aber ich habe so das Gefühl, wenn euch jemand anlächelt, dann tretet ihr erstmal zurück. Und das ist auch das, was ich hier gefühlt habe, diese Verletzlichkeit bei euch im Moment. Also so, und jetzt, meine Lieben, das mache ich normalerweise nicht, aber bei den drei Karten, weil sie in dieser Konstellation gefallen sind, möchte ich euch den dazugehörigen Spruch vorlesen. Mein Herz ist offen und voller Liebe. Auf geht's. Ich stürze mich in den Strom dieser belebenden Energie und wende mich schnurstracks meinen Wünschen zu. Ich erlaube mir, die Vergangenheit loszulassen, um freie Energien für den Neubeginn zu haben. Also, wir haben jetzt gleich den Herrscher, wo ich gesagt habe, da fühle ich, dass das jemand ist, der in euer Leben tritt, weil das nicht eure Energie im Moment ist. Dafür ist diese Energie zu kraftvoll, zu bestimmend, und das fühle ich bei euch gerade überhaupt nicht. Aber im Mai werdet ihr die Möglichkeit haben, Altes loszulassen. Ihr werdet den Schritt wagen, etwas Wunderschönes in euer Leben zu lassen, denn mit dem Ass der Kelche, das ist so, wow, das haut euch einfach von den Socken, und Amors Pfeil nebendran. Ihr habt keine Chance, ihr könnt euch ducken, ihr könnt euch verstecken. Die Pfeile werden euch treffen, und zwar ganz, ganz heftig. Und dieses Gefühl, was ihr von diesem Menschen vermittelt bekommt, wird euch die Angst nehmen. Ihr werdet euch trauen, ja, diesen Schritt zu wagen in einen Neubeginn. Und der Neubeginn heißt nicht nur der Neubeginn mit einem neuen Menschen, sondern der Neubeginn, der hier oben ja auch liegt, was ihr beschützen sollt, dass ihr euer Selbstwertgefühl wieder zurückbekommt und wieder wisst, hey, ich bin toll. So, jetzt schauen wir mal den Herrscher an. Was hat die geistige Welt uns denn zu dem Herrscher zu sagen? Für meine lieben Jungfrauen zum Thema Liebe im Mai. Drei Karten hätte ich gerne zum Thema Herrscher. Wer ist das? Was ist das für eine Energie? Wer kommt da auf meine Jungfrauen hinzu? Drei Karten bitte. Und die wunderschöne Überraschung, die da oben liegt, die ist hier, dass euch Amors Pfeil einfach wuff. Ihr könnt an der Kasse stehen im Einkaufsladen und ihr seht jemand an und plötzlich wisst ihr nicht mehr, warum ihr hier an der Kasse steht. Euer Herz klopft bis zu den Ohren hoch. Also das ist dann wirklich einschlagend. Genau. Noch eine Karte. Das Gericht. Sehr, sehr schöne Karte. Also dieser Mensch, der in euer Leben tritt, der wird euch befreien. Das Gericht ist immer, es trifft eine Entscheidung, ja. Das Gericht verurteilt einerseits, aber befreit ja auch. Zumindest den Menschen, der betroffen ist oder der als Opfer oder Geschädigte, sage ich jetzt mal, vor Gericht sitzt. Also dieser Mensch wird euch befreien, und jetzt schauen wir vor was, von einem ziemlich heftigen Ereignis, das in eurem Leben eingetreten ist und das euch schlaflose Nächte, Hilflosigkeit, Trauer fühle ich da. Ihr wart,
ja, mit so traurigen, negativen Gedanken permanent konfrontiert, dass ihr die weiße Taube, die hier im Bild aber auch noch ist, dass ihr das Schöne gar nicht mehr erkennen konntet. Ihr wart tief, tief, tief traurig. Also so fühle ich das gerade. Ihr wart hoffnungslos, traurig. Ihr habt das Schöne nicht mehr gesehen. Es ist etwas ganz, ganz plötzlich in eurem Leben kaputt gegangen, eine Beziehung möglicherweise, und das auf eine ziemlich radikale und schnelle Art. Also da ist was passiert, das habt ihr so nicht kommen gesehen, und das hat euch den Boden unter den Füßen weggezogen. Ihr wart, jetzt verstehe ich auch diese Verletzlichkeit, die ich die ganze Zeit fühle, und dieses Angst haben, da, ja, da wurde euch unglaublich wehgetan. Und dieser Herrscher, der wird aber euch von diesen Gefühlen befreien, das ist das Gericht. Er wird euch dieses Gefühl wegnehmen, was ja auch ganz klar ist, denn da kommt ja Liebe, da kommt ja Liebe, Vertrauen, Leidenschaft, ein unglaubliches Band, und Tod und Wiedergeburt und das Gericht, das passt ja auch wunderbar zusammen, ja. Da wird mit etwas abgeschlossen, damit etwas Neues beginnen kann. Und dieser Mensch, ob Mann oder Frau, der in euer Leben tritt, der wird euch, ja, diese Last von den Schultern nehmen. Ihr werdet aufatmen, ihr werdet, ja, neu geboren werden. Und das ist doch, das sind doch Hammerenergien. Also was will man denn da? Tiefe Gefühle, Frieden und Freude und Glück. Vier des Frühlings. Welche tiefen Gefühle kommen denn da so auf meine Jungfrauen zu, bis auf das, was da die Liebe und Amor und überhaupt, was darf ich denn da noch Schönes erzählen? Für den Monat Mai, da hätte ich gerne noch zwei Karten. Welche Botschaften, welche Nachrichten oder Tipps und Ratschläge hat die geistige Welt denn für den Monat Mai für meine Jungfrauen? Im Monat Mai. Eine Karte hätte ich da gerne noch. Frieden und Glück. Was darf ich dazu Schönes erzählen? Welche Botschaften? Das waren zu viele, aber die wollte. So, dann schauen wir mal. Frieden und Glück, jawohl. Page der Stäbe. Page der Stäbe ist Lebenslust. Ihr werdet im Mai eure Lebenslust wiederfinden. Ihr werdet rausgehen, ihr werdet Spaß haben, ihr werdet die schönen Dinge des Lebens wiederentdecken, ihr werdet, ja, voller Energie, voller Freude sein, ihr werdet das Schöne draußen wieder sehen, wie die Natur aufblüht. Ihr werdet die Vögel wieder zwitschern hören. Dieses Ganze hier wird hinter euch liegen bleiben, weil ihr geht raus und genießt. Ihr lebt wieder. Und wir haben zweimal Stabkarten, das sind ja Aktionskarten. Also ihr werdet, ja, ihr werdet im Mai eure Mitte wiederfinden. Ihr werdet, das habe ich hier oben schon gesagt, mit der Königin ist im Grunde genommen, wenn ihr euch diese Gesichter anschaut, ich möchte euch das mal kurz zeigen. Ich hoffe, man sieht es. Wenn ihr diese Gesichter seht, die sind zufrieden. Die sind zufrieden und stolz und in ihrer Mitte, die haben ihren Frieden gefunden. Die wissen, was sie wert sind, die wissen, wer sie sind. Und genau in diese Energie werdet ihr im Mai wieder kommen. Ihr seid einfach, ja, befreit, befreit von den ganzen Altlasten und wieder voll im Leben. Und das ist super, super schön. Und mit dem Acht der Kelche ist, ihr seid bereit, einen neuen Weg zu gehen. Endlich seid ihr bereit, einen neuen Weg zu gehen. Und ja, nicht mehr hinter euch zu schauen. Ihr geht auf etwas Neues, Schönes zu und lasst diesen alten Müll hinter euch. Und das ist unglaublich schön. Das ist auch, ja, diese Belastung, die euch von den Schultern genommen wird.
Der Prinz des Winters, was darf ich denn dazu noch sagen? Zu dem Prinz des Winters, nach Lösungen, Problemen suchen, nach Lösungen für Probleme, wir suchen nicht nach Problemen, die kommen in der Regel. Und unerwartete Veränderung sagt auch diese Karte voraus mit dem Prinz des Winters. Was für Veränderungen kommen denn noch Schönes auf meine Jungfrau zu? Da geht ja schon eine ganze Menge. Aber was kommt denn noch so auf sie zu? Drei Karten hätte ich da gerne. Noch zwei Karten bitte. Also es geht sehr, sehr viel in diesem Reading um euch und eure Entwicklung, dass es euch wieder gut geht und also sehr, sehr viele allgemeine Energien. Die Liebe ist natürlich, aber ich denke mal, die Aussage braucht gar nicht viel mehr Karten, weil Amors Pfeil, Ass der Kelche, Ass, ne, der Kelche und der Neubeginn, also ist in der Liebe eigentlich schon alles geschwätzt, aber ich habe das Gefühl, die geistige Welt möchte euch mehr zu euch persönlich in diesem Reading sagen, als ja, zu irgendwelchen Männern oder Frauen, die eventuell in euer Leben treten. Ihr seid in diesem Reading, sage ich, immer die Hauptperson. Um euch geht es mir. Und dass da etwas sehr, sehr Schönes, eine Verwandlung und was ganz Tolles auf euch zukommt, haben wir ja gesehen. So, eine Karte noch zu den Veränderungen, die noch auf meine lieben Jungfrauen im Mai, na, Kartenchaos. Eine Karte hätte ich da schon noch gerne, bitte. Was kommt denn auf sie zu? Jesus Gott, was ist denn los? Die springen aber in einer Menge. Nein, ganze Geschichten möchte ich heute nicht erzählen. Eine Karte hätte ich gerne noch. Zu den Veränderungen, zu diesen schönen Veränderungen im Wonnemonat Mai für euch. Also ich finde das Reading sehr, sehr schön für euch. Das gefällt mir. Das sind durchweg positive Energien. Sechs der Münzen. Der Ausgleich kommt in euer Leben. Geben und nehmen hält sich die Waagschale. Nicht nur, dass ihr immer gegeben, gegeben, gegeben habt und irgendwie kam nicht zurück. Nein, jetzt ist die Zeit, wo ihr erntet, wo ihr das zurückbekommt, was ihr verdient. Zeigt mir auch, dieser Mensch will nicht nur von euch, sondern er gibt auch gerne. Ihr seid noch ein bisschen melancholisch, hängt noch ein bisschen mit euren Gedanken in der Vergangenheit fest, aber was auch gut möglich sein könnte, dass jemand aus eurer Vergangenheit wieder in euer Leben tritt. Ja, vielleicht jemand aus eurer Jugend, jemand, den ihr schon jahrelang nicht mehr gesehen habt und plötzlich steht er da und ihr denkt, wow, was mit dem passiert? Der ist ja plötzlich, wow. Gut möglich, dass jemand aus der Vergangenheit zurückkommt zu euch. Und die Welt, alles ist möglich. Ihr habt es in der Hand. Das Rad des Schicksals, ist das so für mich? Da wird es eine geführte Begegnung geben von der geistigen Welt. Dieser Mensch, der kommt, der ist für euch bestimmt. Der wird euch geschickt, weil ihr ihn gerade verdient habt. Also auch hier wunderschöne Energien. Ich möchte jetzt mal noch das kleine Herzorakel dazu befragen, was die denn so zu eurem Herrscher, Herrscherin sagen. Gott, was ist denn in dem Herzchenohr los? Was ist in deinem Herz los? Was ist in seinem Herz los? Allein die Zeit wird es zeigen. Ja, ihr müsst nichts überstürzen. Ihr habt immer die Wahl, aber das ist so schön und ich glaube nicht, ich glaube, die Zeit wird ganz, ganz kurz sein in diesem Fall.
Die Antwort lautet nein. Ja, deine Antwort kann immer nein lauten. Du kannst immer noch sagen, ich habe zu viel Angst, ich beschütze mich immer noch und lasse nichts in mein Leben hinein. Aber dann wärst du auf dem Holzweg, kann ich dir sagen, nach dieser Legung, das wäre falsch. Denn da wird dir was geschickt, was dich befreien soll, was dich stärken soll und was dir die Lebensfreude geben soll, die du dir verdient hast. Also wenn du auf Abwehrhaltung gehst, die Möglichkeit hast du, würdest du dir was ganz Schönes verbauen. Nur die Liebe wird dich befreien. Hm? Hört genau hin jetzt. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein treten kann. Dir soll niemand irgendwo hintreten. Gott, nochmal, gib mir noch eine Chance. Ich sagte, ich bin erkältet und überhaupt, ich bin total Banane im Kopf. Nochmal. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Das ist doch genau die Aussage, die ich die ganze Zeit treffe. Da ist noch eine gefallen. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Eigentlich hätte ich mir ja dieses ganze Bomborium sparen können, denn diese zwei Karten sagen genau das aus, was ich, glaube ich, seit einer Viertelstunde hier predige. So, jetzt, wenn ihr diesem Menschen begegnet oder vielleicht kennt ihr ihn schon, euer Wunschpartner, wie auch immer, was würde er euch denn direkt sagen? Was liebt er denn so an dir? Zwei möchte ich nicht. Ich denke, es sind viele Dinge, die er an dir liebt, aber was würde er dir denn sagen? Das sind die Du- und Ich-Karten. Eine Karte, was würde er dir sagen? Du, ich, ein tolles Team. Du machst mich stärker, mutiger, nachsichtiger und selbstbewusster. Du holst immer das Beste aus mir heraus, aber auch ich bin dein größter Fan. Gebe dir Rückenwind, trockne deine Tränen und bau dich auf, wenn du mal hinfällst, damit du es wieder und wieder versuchen kannst. Jeder für sich ist umwerfend, aber zusammen sind wir unschlagbar. Sag nichts dazu, lasst die Worte auf euch wirken. Jetzt noch die direkte Botschaft vom Universum mit den Karten. Das Universum sagt dir eine klare Botschaft an meine lieben Jungfrauen für den Wonnemonat Mai vom Universum. Was darf ich da so Schönes erzählen? Eine Botschaft bitte. Eine Botschaft für den Mai, für meine lieben Jungfrauen, direkt vom Universum. In der Dunkelheit rufe ich das Licht. Danke Universum, dass du mich führst und mir und mich meine Angst durch die Augen der Liebe sehen lässt. Ich habe da oben gesagt, da kommt etwas Geführtes auf euch zu, etwas Gewolltes von der geistigen Welt werdet ihr da begegnen. Und die Aussage war jetzt gerade vom Universum bestätigt. Und jetzt möchte ich noch schauen, welcher Engel noch bei euch ist. Zwei, okay. Engel des erholsamen Schlafes, lasse den Tag hinter dir, ich wiege dich in den Schlaf. Ja, lasst alles mal hinter euch, gebt eure Sorgen dem Engel abends mit, er nimmt sie von euch. Und Engel der Leichtigkeit, nimm das Leben nicht so schwer, auch wenn du vielleicht gerade Sorgen hast. Beide Engel sagen dir, hey, wir sind da, wir helfen dir. Und ihr werdet mehr Hilfe und mehr Unterstützung bekommen, wie ihr glauben könnt. Also es wird ein wunderschöner Monat für euch, der Mai. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Reading. Ich hoffe auch. Ich hoffe, ihr lächelt ein bisschen nach diesem Reading. Habt ein schönes Gefühl in eurem Herzen.
Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Freue ich mich über jedes oder schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet. Ich antworte immer. Und wenn ihr mich nicht mehr verpassen wollt, es kommen ja auch Wochenhoroskope von mir, dann drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Readings und wir sehen uns super bald wieder. Habt einen traumhaften Monat Mai von mir, ganz viel Licht und Liebe an euch. Bis bald.